Hungersnot forderte 4 Opfer, oh wenn Gott. Das nicht ein guter Einstieg ist. Aber wir produzieren doch Essen. Ja, scheinbar nicht genug Essen. Na, oder die lassen das da am Lager liegen und keiner holt ab. Vielleicht könnte das sein. Vielleicht hätten wir doch das Tutorial spielen sollen. Quatsch! Ich meine, als ich das gespielt habe, ist auch schon ein bisschen her. Da ging ja dann mein Computer kaputt. Da konnte ich nicht mehr spielen. So. Produktion, hier werden auch Mahlzeiten. Haben wir nicht irgendwie eine Überblendung für Menschen Services. Oder so? Mal Services. Nee. Agrarbedingungen? Nee. Inselbedingungen? Ich nicht. Also anscheinend leiden sie keinen Hunger, weil es geht mir ja gut. Weiß ich nicht, guck mal aufs Parkhaus. Das war das da unten. Ja. Das, genau. Ich glaube, die im Parkhaus, die haben immer das Essen und alles abgeholt und eingesammelt. Und die lagern es da, die bunkern ja. Das. Das ist hier unten möglich. Oder du brauchst noch eine Farm. 4 neue Einwanderer für die Toten. Für die 4, die gestorben sind. Ja. Dann können die jetzt verhungern. Ja, ich brauche einfach noch eine Farm, ne? Ja. Nahrung. Farm. Und jetzt hätte ich gerne Papaya. Papaya ist hier dann so, ne? Ja. Okay. So, und wir waren. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen das Gesundheitswesen noch 2 Stunden. Wir exportieren irgendwie nichts, obwohl der Tabak doch bestimmt schon fertig ist. Klick mal auf das Tabakding. Siehste, der hat schon 384 Sachen produziert. Ja, aber jetzt. Was aber jetzt? Der Tabak-Export 321. Wo steht der? Da, 321. Ja. Da unten. Achso. Also macht das doch automatisch. Genau. Ich frag mich nur, wir produzieren auch Fische. Die brauchen auch ein Jahr, bis sie gar sind. Aber hier sind ja schon Fische drin, hier wurden ja Fische schon produziert, warum hat er keine Fische exportiert? Ich glaube, du musst noch mehr. Vielleicht hat er die gegessen. Oder meine Leute haben die gegessen. Ja, mir fehlt irgendwie so ein Menü, wo man Sachen einstellen kann. Ein paar Statistiken sich angucken kann. Ja, und wo man halt einstellen kann, was wird exportiert, was wird aus an die Leute ausgeteilt. Solche Sachen. So. Oh, ich kann die auch zurück ins Meer werfen. Also, bist du wohl. Okay. Oder was soll das bedeuten? Naja. Naja, die Fische entsorgen der Reste. Achso. Die Zauber gemacht. Ja. Und sonst so? Ich weiß nicht, was wir jetzt erwarten. Wir haben hier. Ich hab exportiert. Von 11.000 Euro, Dollar. Ja. Tropico-Dollar. Ah, ich stelle jetzt noch einen Arzt ein. Ein guter Arzt, damit wir das hier erfüllen. Mhm. Dann guck mal, das Gesundheitswesen fehlt nicht noch ein Pünktchen. Und er war. Also irgendwie komisch, ein Aufbauspiel zu Let's Playen, dann müssen wir immer nur warten. Ja. Wobei das vielleicht auch, hätten wir uns das eher überlegen sollen. Na, ich meine, bei Anno wartet man ja auch nicht so lange. Da kann man das ja auch ja, da ist immer machen. Was anderes zu tun. Hier ist mehr so. Ja, hier ist gar nichts zu tun. Bauen und warten. Und dann wieder bauen und dann wieder warten. Und Pfeile beobachten. Oh, ein Auftrag. Präsident, ich bin Senator Nick Richards USA, und vertrete die USA Staat Nebraska. Und den großartigen Staat Nebraska. Und ich bin kein Schwindler. Und ich bin kein Schwindler. Ein Ministerium aufbauen. Hallo, ich bin Diktator. Ah, nee. Wir sollen das machen. Diktator mit Ministerien? Ja, man muss ja den Schein wahren. Ich wollte Ihnen einige Aufstellungen zeigen, Präsidente. Aber unterwegs haben mich Diebe überfallen. Polizeiwache. Okay. Na, jetzt also passiert noch mal ein bisschen langsamer. Gut, also, wir sollen ein Kabinett. Was erfordert die Aufmerksamkeit des Präsidenten? Erlasse. Ein Kabinett sollen wir noch einrichten, oder? Ja. Irgendwie richtig ein Kabinett ein. Ich würde eins bauen. Oder? Ach, du meinst, ich muss das erst bauen? Bestimmt. Regierung? Ministerium. Ja. Bildung eines Ministerrats und die Ernennung von Ministern.
Ich würde es direkt an den Hafen machen. Meinst du? Ja. Nee, hier so? Ja. Und die Polizeiwache sehen, aber schon... Na, die würde ich auch bei Jura Polizeiwache. Genau, direkt gegenüber. Nee, ich würde es da machen, wo es grün ist. Warum ist das hier hinten grün? Ah, nee, da wo es rot ist. Wieso willst du das da, wo es rot ist? Na, weil da wo rot ist, sind vermutlich die ganzen Verbrechen. Nee, da ist es... Ich hab keine Ahnung, ich brauch's jetzt einfach hin. Ja? Mach dir bedingst. Baust da auf das andere Haus rauf, genau. Wo gerade noch Leute drin gewohnt haben. Ach, Nick. Sie können doch hier in die großen Häuser ziehen. Die sind wahrscheinlich voll. Präsident. Guck mal, du hast schon wieder 605 Dollar verspielt. Mit deiner Zockerei. Ja. Ich schäme mich auch ein bisschen. Was zockst du denn da immer? Keine Ahnung. Vor allem, ich bin doch die ganze Zeit hier, denke ich. Wo soll ich denn zocken? Ist irgendwo ein Spieleautomat? Ja. Oder Online-Poker oder sowas. Im Jahr 53. Die da DSL haben. So, Ministerien besetzen plus ausländische Experten einstellen. Auch immer diese ausländischen Experten. Kann ich nicht selber eine Schule bauen? Bau mal eine Schule. Welche Schule bauen? Bildung, Medien? Grundschule? Grundschule kann ich bauen. Oh, mit Schauke. Exkursion, Jugendarbeit, Buchstabierwettbewerb, Gehorsamkeitstraining. Mach Gehorsamkeit. Ja. Scheiß auf Exkursion. Ist doch ganz schön voll. So. Jetzt müssen wir wieder warten. Machen wir schnell durch. Genau. Schnell Vorlauf, meine ich. Oh, ein Auftrag. Ja. Geben Sie mir Geld. Geld ist immer ich gut. Geld. Wir ziehen aber die 25.000 aus Exportgeschäft, dann kriegen wir nochmal 25.000 dazu. Holzwirtschaft und Minen. Oh, annehmen. Okay. Können wir eine Mine bauen? Industrie? Nee. Ich würde bei machen wir Nahrung und Rohstoffe, also Mine wäre doch Rohstoff. Stimmt, da. Die Frage ist nur, kommt da? Ach, da, sieht man. Oder ist das ein Stoff oder ist es einfach nur durch die Steine? Aber was sagt mir denn die graue Fläche? Weiß ich nicht. Dass da was ist, da ist Eisen. Ah. Okay. Ist sonst noch was in der Nähe? Da. Ja, hier in das Gold ist ja viel zu weit weg. War das hier hinten, ne? Ja. Darauf, direkt? Ja. Eine Straße musst du noch hinbauen. Dann haben wir fast kein Geld. Die Hütten machen wir gleich nicht weg, ne? Bitte, nee, nicht die Hütten wegmachen. Du. Ey! Ja, diese hässlichen Baracken, die sollen hier in mein Mietshaus einziehen. Vielleicht, guck mal, ist das schon voll? Ja, fast. Da sind noch Plätze frei. Guck mal, wie hoch die Wohnqualität ist. Frage ich Jesus, die Wohnqualität nur 10. Und in dem Landhaus? Haben wir das Landhaus? Ja, gleich. Oh. Hervorragende Arbeit, Präsident. Oh, die Tabakexporte haben wir gar nicht mitbekommen. Tabakexporte. Ja. Keine Zeit für Selbstgefälligkeit. Da ist die Wohnqualität 70. Wow. Nochmal. Präsidente, bitte? Die Bevölkerung Santa Claras wächst stetig. Wir brauchen mehr Nahrungsmittelproduzenten. Aha. Wenn wir nicht genügend Nahrung haben, werden die Bürger unglücklich. Also ich werde nicht unglücklich, ich werde einfach nur wütend und hau auf den Tisch und verlange mein Essen. So, ein Schiff wird angelegt. So, ich muss das mal ein bisschen langsam kurz machen. Also ein Marktplatz verkauft Fische vom Hafen. Wo finde ich jetzt einen Marktplatz? Vielleicht hier. Nee. Nicht? Hier ist kein Marktplatz. Einkaufszentrum nicht? Und bei. Marktplatz. Was? Bei Nahrung und Rohstoffe? Ich würde es mehr so genau in die Gegend von Leuten hinbauen. Ja. Und dann würde ich noch ein paar Plantagen bauen. Plantagen machen wir auch gleich. Und eine Chemiefabrik. Eine Chemiefabrik. Die Plantagen, bitte. Meinst du, das ist sinnvoll? Da ist die Straße. Ich verlängere die Straße mal hier. Wieso sind die auch immer so groß?
Keine Ahnung. Ziel erreicht, Ziel erreicht. Was habe ich denn für Ziele erreicht? Keine Ahnung. Wir haben noch gar nichts gemacht. Und die Fische werden immer noch exportiert. Ich glaube, die essen dieselbe. Nahrung und Rohstoffe farmen. Wir machen mal ein paar Maisfarmen. Mhm. Und dauernd kriegen wir Geld fürs Nichtstun. Keiner weiß wofür, genau. Aber auch im Schweizer Bankkonto, das ist nicht hier bei unserem Budget. Irgendwie muss es woanders sein. Mach mal Überblick. Das wird das sein? Nee, da. Okay, 50.000 auf dem Schweizer Bankkonto. Kann ich das irgendwie benutzen? Oder? Keine Ahnung. Mhm. Na gut. Bestimmt irgendwie. Jetzt baut er immer noch hier. Naja, weil du so viel gleichzeitig gemacht hast. Ich baue doch bloß zwei Sachen parallel. Ja, davor war ja noch was anderes. Ach, da ist auch noch die Mine. Okay, drei Sachen parallel. Ich frage mich, ob du nicht auch... Ach so, und natürlich die drei Farben. Bauarbeiter, ja. Zwei Sachen. So, wo Bauarbeiter anlernen kannst. Ich weiß nicht, ob die nicht... Oder muss ich... Baubüro. Was kannst du da noch alles machen? Oh, ich habe gerade den angeklickt. Was ist denn jetzt hier passiert? Wo bin ich das denn? Das ist Flomena Hernandez und das ist ihr Profil. Gucke, sie hat. Ich kann ihn eliminieren. Nein, machst du aber nicht. Du kannst einen Unfall arrangieren. Und ihr was Stammbaum. Ist das? Ach, das ist der Stammbaum. Das sind dann vermutlich okay. Die Eltern. Und ganz so. Oben und der Smiley, was kannst du da? Zufriedenheit. Okay. Ach, das kann man für jeden Bürger machen. Ja, scheinbar. Mhm. Fähigkeiten? Keine. Bilden keine. Schade. Okay, das ist das Baubüro. Wenn ich dann nicht jetzt einfach noch links klick. 100 Euro waren das, glaube ich, gerade. Ja. 150 Dollar. Die haben wir gerade noch. Dollar, ja. So, die Eisenmine ist auch fertig. Da können jetzt auch Leute arbeiten. Habe ich nicht drei Priester reingeholt? Sie wollten nicht. Diese Blumen sind für Sie. Und bitte hören oh Gott, Sie mit. Eine Hippie-Tussi. Ich habe nur eine Mine gebaut, halt die Klappe. Also, finanziell ist es der Fortschritt. Der Fortschritt warf doch niemanden. Einen Fortschritt erzeugen. Ein neues Apartment bauen. Na, das kriegen wir gerade hin, ne? Ich sehe überhaupt nicht durch. Wir bauen einfach, wir machen einfach alles, was die uns sagen, was wir machen. Ja, das ist dadurch der Sinn des Spiels, oder? Apartment gibt's nicht, doch. Bauplan. Ach, wir kaufen uns den Bauplan. Jetzt haben wir einen Apartment. Muss man nicht auch irgendwie... Du musst noch Minister einstellen. Ja. Die waren so teuer. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wir können uns ja den ersten Mal kaufen. Ah, die Grundschule ist fertig. Jetzt kannst du ja schon mal eine Oberschule daneben bauen. Reicht nicht erstmal eine Grundschule? Naja, willst du Grundschüler als Minister einstellen? Ich kann mir die von außen holen. Nee. Du musst das schon alles richtig machen. Okay, ich baue eine Schule. Eine Ober... Habe ich... Ist das eine Oberschule? Nee, das ist eine Grundschule. Weil hier steht Oberschule weiblich. Nee, das sind die Arbeiter. Ah. Also das ist das notwendige Bildungsniveau, was man haben muss, um da arbeiten zu können. Ah, okay. Mhm. Dann direkt gegenüber, ne? Ja. Ich hab bestimmt vorher was, aber egal. Ja, vielleicht deine Hütten. Einige Bürger protestieren friedlich. Wieso das denn? Wo denn? Ich sehe nichts. Da der eine, der steht auf dem Platz, der protestiert friedlich. Nein, steht da im Text. So. Da, Auge. Kannst du mir angucken. Der da. Wird eliminiert. Nein, noch nicht. Solange alles friedlich bleibt. Unsere Polizeistation ist immer noch fertig. Nee. Innere Sicherheit erhöhen. Schützt das Geld. Steigern Sie die Sicherheit auf 50. Plus 15 für die Kapitalisten. Ja, da müsste ich hier wohl noch zwei einstellen, ne?
Nee, war nicht Sicherheit. Du machst gerade miese. Oh. Ja. Passiert. Ich will die Welt doch nicht einstellen sollen. Ich sag dir, wir bauen zu viele Schulen. An der Schule hat es jetzt gelegen, sicher. Wir könnten ja mal die Miete hier hochsetzen. Und sie sind weg. Alle. Ich sehe, wie gerade die Köpfe verschwunden sind. Okay, ja. Vielleicht doch nicht so hoch. Also bitte. Aber wir haben hier ein schönes Apartment. 25.000 auf dem Schweizer Bankkonto. Kann ich nicht von da was holen? Ich glaube, das ist so dein Privatkonto, ja. Ja, aber. Also ich hätte das jetzt angezackt. Guck, ist wieder ein Plus. Wo kommt denn ich? Ja, wir haben gerade wieder exportiert. Ach so. Ach, und wir haben die Fische jetzt auch exportiert, endlich. Ja. Das Spiel ist komisch. Aber keine Oberschule. Wissen Sie, dass Ihr Berater Penultimo. Ja, wir sind doch schon dabei. Da nochmal Staatshilfe. Jetzt arbeitet ein. So, wir können ja noch einen Bildungsminister einstellen. So, guck mal, wir haben jetzt eine Grundschule, eine Oberschule. Können wir jetzt eine Uni machen? Bildung? Eine Hochschule. Ja, die kostet 11.000. Ja, die können wir uns gerade nicht leisten. Natürlich. Ja, dann sind wir gleich wieder minus. Wir haben ja auch laufende Ausgaben. Dann will ich wenigstens eine Radarschüssel haben. Unser Plan für den Kalten exportieren. Krieg muss in die nächste Phase. Radarschüssel. Ich baue dir eine Radarschüssel. Nein, nein. Dann lieber nein! Die Hochschule. Für die Aliensuche. Was? Später. Das alles aber erst in Folge 3. Ach so? Ja. Es gibt eine Folge 3? Ja, na, eine Folge können wir noch machen, oder? Na gut, und dann gucken wir mal, ob wir. Ja, wir machen hier schon dann was. Dann übe ich zum nächsten Mal und dann kriegen wir das alles viel besser. Genau, macht's gut. Tschüss.